Ahoi, liebe Zockerfreunde, und willkommen zurück zu Teil 2 von meinem kleinen RimWorld-Experiment hier. Wir gründen einen neuen Stamm und unser einziger Stammesvater Condor ist hier schon ganz fleißig noch dabei, ich sag mal, den Innenausbau voranzutreiben. Wir lassen ihn hier mal den Schrott wieder wegräumen. Sehr schön. Geht's. Was er noch machen soll, ist mal, ich stelle schon mal Bauen hier ein, weil wir auch gleich hier sowas wie eine Tür brauchen werden noch. Noch ein bisschen wischen, das kann weg. Oh, okay, jetzt geht er erstmal schlafen. Der arme Kerl muss draußen auf dem Boden schlafen. Naja, nicht mehr lange hoffentlich. Ein paar Beeren haben wir noch. Verhungern will er so schnell nicht. Da oben dieses Gebäude, das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Denn normalerweise, wenn man sowas öffnet, sind da in der Regel halt nicht so positiv gesinnte Leute drin. Ja, mal schauen. Vielleicht lasse ich es erstmal sein. Condor hat ein paar Beeren gefrühstückt. Ein bisschen Schrott aus dem Weg räumen und weiter geht's hier. Oh, ein Raumschiff ist abgestürzt. Das ist praktisch, denn können wir gleich mal zerlegen hier die Trümmerteile. Denn dann kriegen wir da wahrscheinlich etwas Stahl und ein paar Komponenten oder wie es auch immer auf Deutsch heißen wird, aus der ganzen Sache raus. Und das können wir dann verwenden, um unsere Tür zu bauen an unserer Behausung. Ah, wird fleißig zerlegt hier. Ja, was haben wir da? 30 Stahl. 8 Bauteile heißt auf Deutsch. Okay, Bauteile. Im Englischen nur so heißt es Components. Okay. Wir zerlegen ein abgestürztes Raumschiffwrack. Ein Stück vor die Eichhörnchen hier. So, und alles nach Hause schaffen. Stahl noch holen gehen. Vielleicht mal noch ein paar Beeren gleich sammeln. Ich stelle mal ein paar ein hier. Da ist noch einer. Waldarbeit wieder einstellen. Das ist auch nicht in Vergessenheit gerät. Da ist noch mehr Stahl. 45. Heißt, wir haben gleich schon mal 120 Stahl hier zusammen. Das wird reichen für ein paar Türen. So, er pflückt Beeren und wir bauen hier mal eine Tür aus Stahl, einen Eingang und eine hier ans Zimmer und dann haben wir hier noch eine Wand. So, ein paar Beeren futtern zwischendurch, auch okay, seid ihr gegönnt, Condor. Wie man hier sieht, macht er auch das Dach baut er selbstständig aus, wenn er hier neue Bereiche aushebt. Ein bisschen Dreck wegräumen. Sehr schön. Was wir jetzt mal machen, wo es auf den Abend zugeht, wir lassen ihn mal ein Bett bauen, damit er nicht mehr draußen auf dem Boden pennen muss. So. Leg mal los, Condor. Zeig, was du kannst. Naja, Konstruktion 7 immerhin. Damit sollte er eigentlich ein ganz vernünftiges Bett hinkriegen können. Schauen wir mal. Und, oh, ein übles Bett.
Übel, übel, übel. Ja, das kommt, das zerlegen wir gleich nochmal. Das kann er besser. Das kann er gleich nochmal versuchen. Denn wenn das Bett halt, wenn so ein Bett oder irgendwie ein sonstiges Möbelstück halt schlechte Qualität hat, dann kann es sogar kontraproduktiv sein. Also sprich, Stimmung verschlechtern, die Regeneration verlangsamt sich, dann ist der Charakter nicht ausgeruht am nächsten Tag. So, jetzt haben wir ein schlechtes Bett. Das muss jetzt erstmal reichen für heute Nacht. Ist zumindest besser als übel. So, Kondo hat ein Bett. Muss nicht mal draußen im Freien schlafen. Wie sieht es denn überhaupt aus hier bei ihm? Er findet sein Schlafzimmer abscheulich. Er ärgert sich, dass er ohne Tisch essen muss. Fühlt sich nicht wirklich gut. Gibt keinen besonderen. Hat aber keinen bestimmten Grund. Okay. Die Umgebung ist abscheulich. Ja, wir arbeiten dran. Wir machen es ja noch schöner. Wir haben ja gerade erst angefangen. Keine Hektik, Kondor. Keine Hektik. So. Mal hier. Wir können jetzt, glaube ich, mal anfangen, so langsam ein paar Nahrungsmittel anzubauen. Nicht, dass gleich der Winter da ist und wir nichts mehr machen können. Denke, darum sollten wir uns jetzt mal kümmern. Und zwar hier so nichts Großes, erstmal vielleicht. 5 mal 6 mal 6 vielleicht. Wir nehmen Reis als Pflanze. Und was macht er jetzt? Er geht etwas spazieren. Okay, ist ja jetzt sein Tagesablauf 6 Uhr morgens hier. Da hat er 2 Stunden Zeit zu tun, was er will. Und anscheinend hat er ein bisschen Bedürfnis nach Erholung oder Spaß oder was auch immer. Deswegen macht er einen kleinen Spaziergang. Es sei ihm gegönnt. Ich stelle mal hier die Feldarbeit noch ein, damit er damit auch anfängt. Sehr gut, der Kondor. Ah, und da ist auch schon dran. Erstmal mal Bäume aus dem Weg räumen, die noch da rumstehen. Sehr schön, gibt ein bisschen extra Holz. Ja, Entschuldigung. So. Unser Kondor pflanzt ein wenig Reis an. Sehr schön. Gefällt mir. Mach mal kurz auf Pause hier. Und mir fällt nämlich ganz gerade was ganz Wichtiges ein, was ich vergessen habe. Bitter nötig. Und zwar brauchen wir hier einen Arbeitsplatz. Packen wir den mal. Na ja, komm, wir packen ihn erstmal ins Schlafzimmer rein. Ist ja erstmal egal. Und dann lassen wir unseren Kondor hier einen Kurzbogen bauen. Denn den werden wir sicher brauchen. Wir haben ja keine einzige Waffe im Moment. Das heißt, wenn uns jetzt irgendjemand angreift oder irgendein Tier hier durchdreht und die Siedlung attackiert oder so, dann können wir uns nur mit Fäusten verteidigen. Und ich glaube, das ist nicht so gesund. Ja, wir lassen ihn mal einen Kurzbogen bauen. Das ist das einzige an Fernwaffen, was wir derzeit bauen können. Das hat jetzt erstmal höchste Priorität. Weil ich nämlich befürchte, dass es schon bald losgeht hier, dass wir schon bald Besuch bekommen. Immerhin 4 in Handwerk hat er. Da sollte er vielleicht einen relativ brauchbaren Bogen hinkriegen, mit etwas Glück. Da fängt er mal an, das Ding da zu zimmern. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Derweil. Nee, nichts derweil. Oberste Priorität, wir brauchen einen Flitzbogen jetzt. Und zwar dringend. Komm schon, du kannst es. Zeig mir, was für ein Schreiner in dir steckt. Ob es ein Waffenschmied. Und Bogen ist fertig. Lassen wir ihn mal ablegen. Und wie ist das Ding? Da ist es. Schäbig. Oje. Naja. Nicht so toll, aber besser als nix, ne? Besser als mit Fäusten gegen so ein Wildschwein oder sowas zu kämpfen. Wir lassen ihn mal über kurz oder lang noch eins bauen. Oh,
Es legte direkt los. Das war eigentlich jetzt nicht der Plan, aber naja, egal. Dann soll halt zuerst mal einen neuen Bogen bauen. Macht ja nix. Na, Beeren haben wir noch. 42. So, unmittelbar verhungern werden wir nicht. Kaum sage ich's, futtert er gleich schon wieder 14 weg davon. Na gut. Noch irgendwas hier? Nee, erstmal nicht. So. Wie sieht der Bogen aus? Schlecht. Okay, schlecht. Ist es besser als schäbig oder? Ich weiß gerade gar nicht. Hier sieht man es nirgendwo. Stammeskleidung vielleicht? Irgendwo festlegen? Nee. Nee. Nee, man sieht es nicht. Okay, aber ich glaube, ich meine, schlecht ist besser als schäbig. Das brauchen wir nicht mehr. Nimm dir mal den schlechten Bogen in die Hand. Ich glaube, der ist etwas besser als. Ich glaube, schlecht ist besser als schäbig. Nicht 100% sicher, aber ich meine es. Oh, da haben wir ein Event. Besuchergruppe aus dem Nachbardorf. Oder Nachbarstamm. Fraktion die gelben Gorillasiara. Aha. Da kommen sie. Naja, dann seid herzlich willkommen. Ihr seid ja freundlich gesinnt. Kein Grund hier Stress zu machen. Denn wir wollen ja primär überleben hier. Zumindest erstmal. Er möchte mit uns handeln, habe ich gerade gelesen. Also mal schauen, was er dabei hat. Viel haben wir nicht zum Handeln, aber vielleicht können wir hier unseren schäbigen Bogen vertickern. Vielleicht auch ein paar sozial. 5. Müssten wir eigentlich auch ganz gute Preise kriegen. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber vielleicht können wir ein paar hier von unseren Komponenten Bauteilen verschabeln, dann können wir eh nichts mit anfangen erstmal. Und er steigt auch hier schön in der Erfahrungsstufe durchs Anpflanzen. Das ist nämlich auch so, dass wenn sie halt hier was machen, also vor allen Dingen hier diese Flammen, die bedeuten halt so eine flammende Leidenschaft für diese Tätigkeit hat. Wie nennt das Spiel das hier? Ehrgeiz, genau. Ehrgeiz. Sieht auch hier, hat einen hohen Ehrgeiz, ist begeistert von Bergbau. Das heißt, immer wenn er Bergbau betreibt, lernt er mit einer Rate von 150%. Das heißt, er gewinnt da einfach viel schneller Erfahrungspunkte und steigt im Rang auf, wie bei einer Tätigkeit, die ihm jetzt keinen Spaß macht, zum Beispiel Konstruktion. Und der Vorteil hat, wenn die Tätigkeit halt Spaß macht, die er gerade verübt, wie jetzt hier das Landwirtschaft, dann steigt auch hier sein Vergnügensbalken. Das heißt, später, wenn die ganze Sache schwieriger wird, ist es halt ziemlich wichtig, den Vergnügungsbalken immer ziemlich hoch zu halten, weil die sonst hier durchdrehen und was weiß ich, zum Pyromanen werden, Feuer legen oder andere Kolonisten attackieren und was weiß ich. Deswegen muss man halt immer dafür sorgen, dass die halt auch gut gelaunt sind und wenn sie halt Tätigkeiten machen, die ihnen Spaß machen, dann steigt auch die Laune mit der Zeit. So, jetzt lassen wir ihn mal, muss ich hier irgendwas einstellen, damit ich mit den Kumpels hier traden kann. Ah ne, das geht auch so, okay. Dann handel mal mit denen. Mal schauen, was sie im Angebot haben. Die haben Interesse an unserem schäbigen Kurzbogen. Den verkaufen wir doch sofort mal. Schon mal 6 Silber. Oh, und unsere. Oh, für 13,72. 445. Wow, das ist ja schon richtig. Ja, schon ein kleines Vermögen hier, was wir da kassieren. Das ist ja schon mal super. Wow. Kann man irgendwas kaufen von denen? Ein bisschen Medizin vielleicht. Ja, komm. Falls sich mal jemand verletzt oder irgendwie krank wird oder so. Die Psycho. Alles viel zu teuer hier. Dieser Stahlspeer. Ist schweineteuer. Und es ist halt eine Nahkampfwaffe. Bringt uns halt nicht wirklich weiter. Könnte ein bisschen Pemmikan noch kaufen. Dann haben wir wenigstens mal was.
bisschen Nahrungsvorrat auf Halde. Schmeckt nach nichts, aber auch nicht abstoßend. Aha. Hält ohne Kühlung ziemlich lange aus. Ja, komm, kaufen wir mal ein bisschen von dem Zeug. Was soll der Geiz? Nur so 20. 20, ist gut. 294 behalten wir über. Das können wir mal sparen. Ah, der Händler hat zu wenig Silber. Okay. Der hat nur 111. Dann müssen wir ein paar weniger Bauteile verkaufen vielleicht. Bisschen mehr Pemmikan einkaufen. So muss es passen. 108, 111. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. Wir haben ein bisschen Futter hier. Gleich noch ein bisschen Geld übrig behalten. Sehr schön. Und mal ein bisschen Medizin, falls irgendwelche Krankheiten ausbrechen oder dergleichen. Das Problem hier bei der Alpha 16 ist, dass sich die Charaktere noch nicht selber verarzten können. Das heißt also, wenn jemand krank wird oder sich verwundet oder so, und wir haben keinen zweiten Kolonisten, der ihn hier behandeln könnte, dann war es das vermutlich schon. Weil irgendwie jeder kleine Kratzer von irgendeinem Tier oder sowas, auf diesem Schwierigkeitsgrad entzündet sich es eigentlich immer. Und der Körper kriegt eine Infektion und daran gehen die Leute dann, wenn sie nicht behandelt werden, ein mit der Zeit. Also eher schneller als dass es länger dauern würde. Naja, hoffen wir mal, dass es so weit nicht kommt. Ich hoffe ja immer noch, dass wir hier mal demnächst irgendwie ein bisschen Zuwachs kriegen in der Kolonie. Zumindest noch einen zweiten, damit wir uns gegenseitig erteilen können, wenn sich jemand verletzt. Oh, es schifft. Gut, unsere Besuchergruppe hier geht wieder nach Hause, verlassen die Kolonie. Schauen wir uns mal an. Gelben Gorilla-Seeara, da sind sie. 21 positive Beziehungen. Also die können uns gut leiden jetzt. Sind feindlich zu den Rapier-Grashüpfers. Was sind denn die Rapier-Grashüpfers? Also eine Piratenbande, okay. Die sind feindlich jedem gegenüber. Das ist in Ordnung. Und hier haben wir noch die Toxos vom Hügel. Stamm der Ureinwohner. Die sind uns auch feindlich gesinnt. Warum auch immer. Muss aber auch nicht schlecht sein, denn das ist wie gesagt wie wir ein Stamm. Und wenn die uns angreifen und wir sollten es schaffen, da im Kampf irgendwie jemand von denen bewusstlos zu schlagen. Oder halt, ja, einfach zu demobilisieren, dass er nicht mehr flüchten kann. Dann haben wir da, glaube ich, gar nicht so schlechte Chancen, paar Gefangene zu machen und die für unsere eigene Kolonie zu rekrutieren. Während jetzt zum Beispiel die hier, das ist Union der Outlander, das ist kein Stamm, das ist eine fortschrittliche Kolonie von irgendwelchen, was weiß ich, abgestürzten Handelsraumschiffen oder keine Ahnung, die haben halt eine Kolonie gegründet. Aber die haben auf jeden Fall Hightech-Technologien, also von Anfang an. Und die mögen es halt nicht, irgendeinem eingeborenen Stamm hier beizutreten. Ja. So, da ist es schwierig, die zu rekrutieren. Nicht unmöglich, aber die Chance pro Rekrutierungsversuch ist da vielleicht so 1-2% oder so. Und da macht es einfach keinen Sinn, diese Gefangenen da 5-6 Jahre durchzufüttern, Nahrung auf die zu verschwenden, bis die vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft sich entscheiden, tatsächlich der Kolonie beizutreten. Also, die haut man am besten gleich um und macht es den Kopf kürzer, und spart sich die Nahrungsmittel halt einfach. Geschickterweise. So. Sorry, war gerade ein kleiner Hänger. Machen wir weiter hier. Der Kondor ist noch. Ah, hat. Okay, ist fertig mit Anpflanzen. Ein ganzes Feld ist hier bepflanzt. Der Reis wächst. Schon 22% gewachsen. Sehr gut. Und du kannst mal weitermachen jetzt mit dem Innenausbau. Ist auch. Wo ist denn unser Pemmikan hin? Wieso ist das nur noch 8? Ich hatte doch 20 oder 25 sogar gekauft. Hat er sich eingedeckt hier? Hat er sich das. Nee. Ich dachte, er hat sich das in die Taschen gesteckt vielleicht. Aber er kann doch jetzt nicht schon 17 davon weggefuttert haben. Naja, wie auch immer. Er wird schon alles seine Richtigkeit haben, hoffe ich.
ein bisschen Trümmer rausschleppen. Weg damit. Und wir arbeiten weiter hier in unserem kleinen provisorischen Wohnzimmer. Das nächste, was wir noch brauchen werden, ist ein Tisch. Damit wir mal diese... wir müssen erstmal ein bisschen Holz hier hacken dafür. Oh, fängt direkt mit dem Holzhacken an. Na, ist egal, passt schon. Oh, noch ein Raumschiff. Ach, sehr schön. Es gibt noch mehr Stahl und Bauteile. Gefällt mir. Immer ein gern willkommener Boost. Können noch ein paar Bäume fällen hier. Das Holz brauchen. Auf zwei hoch. Wir sollen erstmal alles zerlegen, bevor er halt ständig eins zerlegt und dann hin und her rennt zum Wegtransportieren. Erstmal alles zerlegen und dann alles auf einmal wegtransportieren. Bauteile. Ja, die eignen sich, glaube ich, am Anfang hier wirklich nur zum Handeln. Oh, und jetzt geht's los. Wir haben ein verrückt gewordenes Tier. Verrückt gewordenes Eishörnchen. Oh, geil. So lustig wie es klingt, das verrückt gewordene Eichhörnchen kann uns locker leicht töten, gerade am Anfang. Deswegen nehmen wir unseren Konter hier und verschwinden mal ganz schnell nach drinnen hinter die Tür. Wie gesagt, so ein kleiner Biss von so einem Eichhörnchen wird sich sofort entzünden. Und da wir uns nicht verarzten können, kann das schon das Ende sein. Deswegen tierisch darauf achten, dass uns das Eichhörnchen nicht beißen kann. Dann kommt das Vieh angelaufen. Gut, läuft an der Tür vorbei. Was wir jetzt machen ist, wir stellen uns jetzt mit dem Kurzbogen in die Tür rein. Oh, wow. Super Schuss. Direkt mit dem ersten Schuss das Vieh weggemacht. Okay, das lief besser als üblich. Normalerweise braucht es da 20 Schüsse oder so. Ah, okay. Er futtert gleich das ganze Pemmikan hier. Ich dachte, das wäre wie so eine fertig zubereitete Mahlzeit. Aber anscheinend nicht. Okay, ja, wie auch immer. Aber das lief jetzt richtig gut mit dem Eichhörnchen. Und das wollen wir jetzt auch gleich verwerten hier. Wir sagen ihm mal, dass er das auch in die Hand nehmen darf. Das nächste, was wir brauchen, um das Eichhörnchen dann da verwerten zu können, ist ein, ein Schlachtertisch. Genau. Den stellen wir jetzt einfach mal, nicht genug Holz vorhanden. Müsste doch locker genug Holz haben. Ach so, weil es noch nicht ins Lager transportiert hat. Ja, aber das ist ja mehr als genug, was wir hier mittlerweile haben. Mal sehen, ob es den noch fertig hat, ob er das Zeug dann zurücktransportiert. Okay, jetzt schreibt er erstmal das Eichhörnchen nach oben hin. Das ist ziemlich sinnlos, aber egal. Jetzt bauen wir einfach mal hier den Schlachtertisch. Geben wir jetzt einfach mal einen Auftrag. Und dann wird sich unser Kondor hier hoffentlich schon das Zeug zusammensuchen, was er braucht dafür. Unser Reis wächst weiter. Schön. Warum habe ich Reis genommen? Ganz einfach Reis. Wachstumsdauer 2,4 Tage. Kartoffeln, Wachstumsdauer 3,15 Tage. Also Reis ist das, was am schnellsten wächst. So, unser Schlachtertisch ist im Bau. Ich mach mal wieder ein bisschen schneller hier. So, jetzt haben wir einen Schlachtertisch. Und auf dem Schlachtertisch möchten wir Kreaturen schlachten, genau.
Und zwar so viele, wie wir halt haben. Ja, also sobald wir irgendeine Kreatur haben, soll er das Viech schlachten, wo es schlecht wird. Ich glaube, das Schlachten gehört zum Kochen dazu hier. Ja, sieht gut aus. Geht das Eichhörnchen holen. Ab auf den Schlachtertisch damit und jetzt wird das Viech zerlegt. Und wunderbar schön, wir haben Fleisch, Frischfleisch, Eichhörnchenfleisch, um genau zu sein. Das wird jetzt nicht wahnsinnig große Menge, aber zum Eichhörnchen ist auch noch nicht viel dran. Aber naja, Kleinvieh macht halt auch Mist. Ja. Der einzige Nachteil, den es jetzt hat mit dem Fleisch hier, ist, dass das rohes Fleisch ist. Wir bräuchten halt jetzt als nächstes irgendwie einen Ofen oder so, wo wir das kochen können. Der Sommer hat begonnen. Aber der Winter wird kommen. Oh, das geht schnell mit dem Sommer. Ja, wie gesagt, also das Fleisch müssten wir jetzt hier dringend kochen, weil wenn wir ihn das roh essen lassen, dann kriegt er hier einen Malus in seinen Bedürfnissen und weil es ihm halt eben nicht gefällt, halt rohes Fleisch essen zu müssen. Er mag das halt lieber gekocht haben. Und da brauchen wir aber einen Ofen dafür. Ja, lassen wir jetzt erstmal hier weiter das Wohnzimmer aushöhlen. Sehr schön machst du das, Kondor. Geben wir noch einen Tisch in Auftrag. Schon mal vorab. Ja, hier so, würde ich sagen. Das kann weg. Einfach noch einen Tisch. Gucken, was für eine Qualität. Normal. Oh, ist doch schon mal nicht schlecht. Normal, da kann ich sehr gut leben damit. Zum Tisch brauchen wir natürlich auch noch einen Stuhl. Ja. Haben genug Holz. Brauchen wir noch einen Stuhl. Und dann sollte so. Oh, da ist Stahl. Da haben wir Stahl gefunden. Das gefällt mir auch ganz gut. Sein Stuhl hier ist jetzt gleich fertig. Da ist er. Oh, ein guter Stuhl. Sehr schön, sehr gut. Das ist gut. Konto wird besser beim Schreinern. Und damit sollte jetzt zumindest mal hier seine Beschwerde hier, dass er ohne Tisch essen muss, mal ab morgen weg sein. Denn ab sofort kann er halt hier in der Küche oder im Wohnzimmer oder wie auch immer man es nennen will, halt essen am Tisch. Wie sich das gehört für einen zivilisierten Menschen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob so ein Stammesvolk halt wahnsinnig zivilisiert ist, aber naja, wollen wir jetzt mal auf diese Haarspaltereien nicht weiter eingehen. Sonst mal noch ein bisschen Dreck. Oh, okay. Pause. Wir haben einen Wanderer, der sich. Oh, was ist das? Halt zurück. Wir haben einen Wanderer, der sich unserer Kolonie anschließen will. Das ist doch schon mal schön. Die gute heißt Hope. Was? Wie soll unsere Kolonie heißen? Sagen wir doch einfach mal, da wir Condor Drake sind, nennen wir uns mal die Draconians. Und Hope ist. Wird jetzt Draconians genannt, der Ort? Okay, und Hope ist unserer Kolonie beigetreten. Jetzt schauen wir uns Hope mal an. Was kann die denn so? Tranka Hornissen Albanquiero. Okay, ein Handwerker. Oh, das Hope ist männlich. Okay, bei Hope hatte ich jetzt an einen V-Namen gedacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Hope ist ein Handwerker. Das heißt, den können wir hier zum Bogen machen und sowas benutzen. Aber ansonsten kann er nicht viel, halt höchstens noch kochen. Zum Kochen können wir den halt verwenden. Erstmal. Dann mache ich mal erstmal alles weg auch. Weg, weg. Weg. So, die höchste Priorität soll Handwerk sein, aber auch konnte das nicht mehr machen. Zweite Priorität soll bei dir bitte schön
erstmal die Waldarbeit sein. Transportieren, reinigen kannst du machen. Okay. Und jetzt lassen wir den mal ein paar Bäume fällen, denn wir brauchen mehr Holz. Und dringend mehr Holz. Und interessanterweise fängt jetzt Kondor an, die Bäume zu fällen. Das wollte ich eigentlich nicht. Wo haben wir es? Waldarbeit. Kondor, damit musst du dich nicht mehr abgeben. Da wäre jetzt Hope dafür. Und Hope geht etwas spazieren. Okay, ich habe ihm seinen Arbeitsplan hier noch nicht übernommen. So. Jetzt sollte er dann hoffentlich auch gleich mal anfangen, hier produktiv zu werden. Aber ich denke mal, mit diesem Neuzugang werden wir es erstmal gut sein lassen für heute. Ist doch mal ein freudiger Abschluss, dass wir hier unseren ersten neuen Kolonisten haben. Der ist auch eigentlich ganz gut hier. Der ist hübsch, der hat hart arbeitend, das heißt, der arbeitet schneller. Gute Eigenschaften, gute Charaktereigenschaften. Die Skills sind jetzt nicht so toll, aber wie gesagt, der hat gute Charaktereigenschaften. Der ist jung, der kann sich noch gut entwickeln. Ja, jetzt schauen wir mal, was Hope oder Hornissen oder wie auch immer man ihn nennen will, hier in der Kolonie so reißen wird. Ich denke mal, damit machen wir hier mal einen Cut und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kommentare da. Kritik, Anregungen, Lob, was auch immer, immer in die Kommentare rein. Und wenn es euch gefallen hat, macht auch mal einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.